Der A-Raw oder A-Raw? Wie auch immer man es ausspricht, diese Darts sind Gold. Hallo liebe Dartsportfreunde, es ist wieder Review Time. Schön, dass ihr in Ollis Dartgarage reinschaut. Wie der Titel es verrät, es geht heute um den neuen Shot Dart von Robijohn Rodriguez, unserem Österreicher, der ja den Ausstatter gewechselt hat, jetzt bei Shot eben unter Vertrag ist und die haben einen wirklich schönen Dart spendiert. It's Gold könnte man da mal ganz kurz titeln und ich sag euch gleich auch warum. Viel Spaß bei diesem Review, wir schauen in die Details, werfen natürlich ein paar Darts aufs Board und abschließend gibt's noch mal so ein kleines Fazit von mir. Und hier haben wir dann die Schmuckstücke. Ich habe sie hier schon aus der Verpackung genommen und die Setups komplett montiert. Sie kommen schon typisch in dieser kleinen, aber schön gemachten, bunten Verpackung. Hier mit dem Spieler natürlich, Robijohn vorne drauf, hinten drauf dann meist passend nochmal so eine kleine Geschichte zu diesen Darts, zu diesem Thema. Hier natürlich jetzt die Philippinen, also Robijohns Heimatland mit aufgegriffen, mit den Sternen, mit dem blauen Wasser, aber auch mit schönen Sonnenuntergängen, also diesem Gold. Ist auf jeden Fall thematisch hier sehr schön umgesetzt und hinten immer noch so ein kleines bisschen beschrieben. Alle Shopbetreiber freuen sich über diesen Euro-Aufhänger hier hinten drauf in Transparent, dass man die Darts da auch sehr schön im Shop präsentieren kann. Und sie haben halt hier vorne auch ein schönes, komplettes Fenster, wo du die ganzen Darts einmal schon in ihrer ganzen Pracht sehen kannst. Ich habe hier die 23 Gramm Steel-Tip-Variante. Die gibt es auch noch mal ein bisschen leichter in 21 Gramm oder, wer es gerne ein bisschen schwerer mag, auch in 24 Gramm. Als Softtip dann eben so zwei Varianten, einmal 18 und einmal in 20 Gramm. Was ich persönlich bei Shot immer ganz cool finde, ist, dass sie die Barrel-Gewichte bereits mitteln und dir das auf so einen kleinen Flight auch mit draufschreiben. Ich habe das bei mir mit meiner Briefwaage soweit auch nachvollziehen können. Im Mittel sind hier 22,85 Gramm angegeben und bei mir war in der Tat ein Barrel 22,84 Gramm, das zweite 22,86 und das dritte 22,90. Die liegen also alle wirklich sehr dicht beieinander, sind damit absolut präzise gefertigt und natürlich match-weighted. Und das, was Shot hier als Mittelwert angibt, stimmt exakt. Das Setup besteht aus goldenen Points, die sind 28 mm lang, also soweit schauen sie aus dem Barrel raus. Dann ein ungefähr 53 mm langes Straight Barrel mit mittiger Balance. Zu den einzelnen Grip-Profilen komme ich gleich noch. Hinten drauf haben wir dann die Koi Carbon Shafts, 41 mm Länge und die neuen, ebenso zu dieser Dart-Serie gemachten 100 Mikron Flights, a Raw, die schon fertig gelocht sind. Zum Barrel nochmal im Detail. Vorne eine abgerundete glatte Barrel Nose mit ganz leichter Kante macht ungefähr 5 mm aus. Dann folgt im Prinzip der gesamte Griffbereich über fast das ganze Barrel. Die vordere Sektion besteht überwiegend aus Ringgrip-Elementen, die technisch wieder mal absolut perfekt gemacht sind. Sehr filigran, sehr fein, auch mit Querfräsung in Blau und halt diesem goldenen Coating. Im Wesentlichen immer sowas wie ein doppelter Ringgrip mit einem einfachen Ringgrip, aber ein bisschen breiter und auch nicht ganz so tief. Vom Grip-Level würde ich den so 2, maximal 2,5 einstufen. Gilt im Prinzip für das gesamte Barrel, also für den gesamten Griffbereich. Da gibt es jetzt keinen großen Unterschied. Aber man sieht ja sehr schöne Einteilung in vorne, Mitte, hinten. Der vordere Bereich macht so rund 13 mm aus. Dann geht es eigentlich in dieses Highlight des Darts nochmal über die mittlere Sektion, die etwa 12 mm ausmacht. Die hat nochmal diese wunderschönen Querfräsungen in dem Gold, aber auch so ganz kleine runde Vertiefung. Ja, die Goldmedaille, die vielleicht als Ansporn auch dienen soll, ist auf jeden Fall auch vom Griff her ein wirklich schönes Element. Filigran, aber doch spürbar, wenn man da ein bisschen sensibler ist. Dann geht es halt in die hintere Griffsektion über, die macht insgesamt dann 17,5 mm aus und endet dann nochmal hinten in halt einem glatten Abschluss zu dem Schaft mit einem nahtlosen Übergang, minimal tapered, also schmal zulaufend. Da haben wir dann auch sehr schön das Shot-Logo eingelasert und auf der anderen Seite natürlich nochmal die wunderschönen Sterne. We'll be right back.
Bevor es gleich an die Dartboard-Action geht, dieser Beitrag ist in gewisser Weise eine Ergänzung zu meiner Serie Die Darts deutscher PDC-Player, also DDD-PDCP. Korrekterweise möchte ich natürlich jetzt auch sagen, die Darts deutsch-österreichischer PDC-Player. Und ihr seht ja, ich habe mein Setup ein bisschen angepasst, so dass das für mich halt funktioniert. Und zwar nutze ich jetzt hier in mittlerer Länge die 180 Weißschäfte. Die sind aus Polycarbonat. Ich finde sie sehr preiswert, aber auch enorm haltbar. Zusammen mit den Weiß Caps, also dazu gibt es einen passenden Flightlocher mit den speziellen Caps, die ihr da drauf drückt. Ist so ähnlich wie das L-Style-System. Ich finde mindestens genauso haltbar, aber deutlich preiswerter. Und hat den Vorteil, ihr könnt im Prinzip alle normalen Standard-Flights damit spielen. Von diesen kleineren Flights bin ich jetzt hier auf die größere Variante auch von Shot gegangen. Das sind, glaube ich, die Shot, wie heißen sie? Odins Spare. Passt, finde ich, vom Design ganz gut. Aber wie gesagt, viel wichtiger ist mir in dem Fall jetzt einfach auch der passende Steckwinkel. Ich versuche mir gerade anzugewöhnen, oder das funktioniert für mich im Moment einfach am besten, wenn die Darts ein bisschen steiler im Board stecken und dazu gerne im Triple, so der erste Dart oder im Doppel, möglichst weit oben am Draht, sodass ich dann unterhalb des Flights halt anspielen kann und die Darts dann nochmal passend landen. Und eine freudige Nachricht kann ich an der Stelle vielleicht auch gleich nochmal mit anbringen. Ihr seht ja, ich habe hier einen McDart Scopus Master, also das hauseigene McDart Dartboard. Die sind ja mein Sponsor, mein Materialsponsor, was es mir eben ermöglicht, auch zum Beispiel solche schönen Darts für euch zu reviewen. Und damit ihr auch davon profitiert, die Roby John Rodriguez Darts, statt für 99 Euro bekommst du sie mit dem Rabattcode DARTGARAGE15 dann für rund 84 Euro. Oder das McDart Scopus Master, ohnehin schon ein preiswertes Board für rund 37 Euro, dann für etwa 31,50 Euro. Bei dem Board sparst du so gesehen doppelt, denn das ist eigentlich das Bulls Focus 2 Plus. Das kostet ja so 50 bis 54 Euro. Also denke ich, bist du hier mit 32 Euro in einem wirklich attraktiven Preisbereich. So, jetzt geht's ans Board. Okay, und... Na, keine 26, eine 66, okay. Aber schon bei den ersten drei Darts merke ich, der hat keinen so starken Grip. Und genau in der Mitte, mal gucken, wenn ich den jetzt da nochmal greife, ist zwar ein schöner Punkt, da ist so eine Vertiefung drin, wo man den Dart auflegen kann. Genau, aber komm ruhig rein, Hund, das stört hier nicht. Okay, ja. Da habe ich das Gefühl, mir geht ein bisschen von meinem Schwung verloren. Ich glaube, ich muss die Darts ein kleines bisschen weiter hinten greifen, da wo der Grip wieder stärker wird im hinteren Griffbereich. Naja, fangen wir wieder mal mit Cricket Super an und schauen mal, wie es weitergeht. Das waren drei. Ein verkackt 6 voll im Soll. Mann, das Doppel hätte es mir jetzt gerettet. 9, einen behind. Na gut, auf die 17. Bisschen schwach. 12. Zwei behind. Oh. Aha. 15. Jetzt wächst der Druck aber. 21 bis 24 Darts ist das Ziel. So, wir haben noch die 16, die 15 und das Bull. Ha, sehr schön. Zählt. 15. Na gut, wenigstens schön mittig.
so aber nicht. So schon eher. Komm, ein für den Knopf. Ist der drin? Nein, auf der falschen Seite. Okay, na gut, na gut. So, jetzt aber hier Bull abschließen und fertig. Nimm doch die Hand mit, dann geht's doch. Ja. Nicht ganz im Knopf, aber okay, zählt. Super. Und da bin ich nochmal zum Abschluss des Videos. Die Robijohn Rodriguez Darts sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Spieler-Darts. Schott zeigt hier mal wieder, dass sie wirklich tolle Darts fertigen können. Mit sehr, sehr filigranem Muster und auch Grip wirklich toll gemacht. Also ansehnlich sind diese Darts schon mal. Dadurch, dass die Darts eigentlich durchgängig Grip bieten, empfehlen sie sich meines Erachtens für Front- wie Mittel- wie Rear-Gripper gleichermaßen. Da dürfte jeder so seinen Griff finden. Aber vielleicht mit der kleinen Einschränkung, wenn ihr auch eher sensible Darts mögt, also auch ein bisschen feinfühliger seid, was den Grip anbelangt. Denn allzu viel Grip gibt es nicht. Und mir machen die Darts auf jeden Fall viel Spaß. Es wird jetzt nicht so mein permanenter Spieler-Dart, aber es sind Darts, die mich zum Experimentieren eingeladen haben, die ich gerne mal wieder greife. Die Darts, finde ich, sind auf jeden Fall sehr sensibel und zeigen sehr schön an, ob Änderungen jetzt für euch zum Positiven oder weniger Guten funktionieren. Gerade wenn ihr jetzt am Setup ein bisschen rumprobiert, mit mal kürzeren oder längeren Schäften oder größere, kleinere Flights und so weiter, verschiedene Sorten, seht ihr sofort am Flugverhalten, ob ihr ein bisschen Fishtailing oder Streuung reinkriegt, liegt ein bisschen auch am Release, aber zum Beispiel auch der Steckwinkel an Bord, da kann man sehr schön dann ablesen, ja, taugt mir das oder taugt mir das nicht. Also fasse ich es zusammen, alles in allem dreimal toll. Sie sehen toll aus, finde ich. Sie sind absolut toll gefertigt. Das ist halt wirklich Schottqualität. Das merkt man und die kostet dann auch entsprechend. Das darf sie in dem Fall auch. Und spielerisch, denke ich, sind sie auch toll, wenn man sich auf ein bisschen weniger Grip eben einlassen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Review, könnt euch ein bisschen was für euch rausnehmen und sagt wie immer an dieser Stelle, tschüss, ciao, good darts, euer Olli.